Schadstoffe im Trinkwasser. Wie gefährlich ist unser Leitungswasser? Es fängt ja schon an, dass man zum Beispiel Bleirückstände hat, Kupferrückstände oder Zinkrückstände, nur allein aus den Leitungen von alten Häusern. Und da werden wir meines Erachtens einfach ein bisschen verarscht. Die Uni Leipzig hat vor einem halben Jahr oder wann rausgegeben, 70 Substanzen haben sie darin gefunden. So wie du gesagt hast, Medikamente und, die ansonsten einfach nicht gemessen werden. Und da drin ist dann zum Beispiel auch das gelöste Mikroplastik aus diesen Plastikflaschen drin. Was dieses Mikroplastik, was man konsumiert, auch dafür sorgt, dass man mehr Östrogen ausschüttet und dann mehr zur Weiblichkeit tendiert. Und Gifte produzieren, die die Natur nicht kennt. Und dann gibt es keinen Weg, das abzubauen. Überall vergiften wir uns sozusagen selbst mit den Dingen, die wir tun, ohne dass wir überlegen, was wir da tun. Bewusstsein ist echt key. Und deswegen geht bewusst durch die Welt, meine lieben Freunde. Bewusste denn, man. 6-8, wir sind out of control. Sommernacht heute am Block und wir hasseln uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod. Und das Weed, was ich puff, macht mich wieder zu Stunter. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Boah, Digga, ich bin brutal am Schwitzen. Wir haben aktuell 35 Grad und 90% Luftfeuchtigkeit. Das ist auf jeden Fall eine wilde Geschichte. Aber ich bin dankbar, dass ich hier sein darf. Und zwar ziehen wir uns jetzt ein Video rein von dem Kanal Akademie für menschliche Medizin. Das Video heißt Spitzen-News: Schadstoffe im Trinkwasser. Wie gefährlich ist unser Leitungswasser? Ist, glaube ich, ein interessantes Thema. Ich trinke, seitdem ich einmal in der Türkei war. Ich war zum ersten Mal in der Türkei und da habe ich zum ersten Mal gehört, dass man da nicht aus der Leitung trinken soll, weil das Wasser angeblich da nicht so gut ist. Und seitdem trinke ich auch, wenn ich in Deutschland bin, kein Leitungswasser mehr. Ich habe da nicht wirklich irgendwelche Dinge mir zu reingezogen, sondern einfach gefühlt so, ey, das könnte eventuell nicht so gut für mich sein. Aber heute werden wir, glaube ich, ein paar Informationen bekommen, die das nochmal ein bisschen belegen, wie die Wasserqualität denn eigentlich ist. Gerne jetzt schon mal einen Daumen nach oben da lassen, Kanal abonnieren und natürlich einen Kommentar schreiben. Weitere wichtige Informationen, es werden immer mehr Videos auf Rumble online kommen, deswegen checkt den Link in der Beschreibung ab. Ich habe in den letzten Tagen auf jeden Fall einige Videos da hochgeladen, weil die von YouTube eingeschränkt wurden. Was soll ich euch sagen, Freunde, es ist wie es ist. Ich würde euch echt empfehlen, falls ihr den Content feiert und sagt, ihr wollt euch den weiter reinziehen, dann abonniert mich auch auf Rumble, unterstützt mich da, lasst ein paar Daumen nach oben da, schreibt ein paar Kommentare und jetzt würde ich sagen, gehen wir rein ins Video. Liebe geht raus an die ganze Community. Hier sind die Spitzen-News für Ihre unabhängigen Infos zu Prävention und Lebensstilmedizin. Dieser Ton am Anfang, der war doch von Dings hier, ne? Tagesschau, oder nicht? Dung. Tagesschau without, man. Herzlich willkommen in der Akademie für menschliche Medizin zu einem kurzen neuen Thema, nämlich den Spitzen-News. Wir wollen mit dieser neuen Variante aktuelle Dinge kurz erläutern, die nicht seit ewig schon unterwegs sind oder, wenn sie denn schon altbekannt sind, neue Aspekte dazu holen. Ich begrüße wie immer dazu Dr. Manuel Bossler. Herzlich willkommen, Manuel. Hallo, Servus, Manuel. Freut mich, wieder dabei zu sein. Ja, super. Also heute gibt es einen uralten Dauerbrenner, nämlich das Wasser aus der Leitung. Unser Leitungswasser ist ja angeblich, das Trinkwasser ist ja angeblich in Deutschland absolut super und von hoher Qualität. Manuel, wie siehst du das? Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Warum haben wir dieses Thema mal wieder aufgezogen oder warum sprechen wir über dieses Thema? Weil ich habe heute im Radio mal wieder gehört, ja, das Wasser sei hier so gut in München und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, naja gut, da wird man eigentlich ein bisschen verarscht. Denn wenn man das Wasser aus der Leitung zum Beispiel mal testen lässt, speziell und nicht nur nach Bakterien oder nach Viren, sondern zum Beispiel nach Rückständen wie Schwermetallen, Blei, Kupfer, Zink, Cadmium, Quecksilber, dann findet man all das im Wasser. Ja. Und das fängt ja schon an, dass man zum Beispiel Bleirückstände hat, Kupferrückstände oder Zinkrückstände, nur allein aus den Leitungen von alten Häusern. Ja. Und ja, da vergisst man dann im Umkehrschluss eigentlich noch das, woher eigentlich das Wasser kommt. Und das meiste Wasser wird ja teilweise auch aus den Kläranlagen sozusagen gereinigt und dann auch wieder zurück ins Grundwasser gegeben oder in die Leitung gegeben. Und da finden wir einfach ganz, ganz andere unterschiedliche Giftstoffe. Und da werden wir meines Erachtens einfach ein bisschen verarscht. Und da sollte man auf jeden Fall achtsam. Also der
Herr, der hier spricht, ist Stoffwechselexperte und Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Nahrungsstoffmedizin, funktionellen Medizin und Epigenetik, DGNAME e.V. Der linke Herr ist Facharzt für Nuklearmedizin, Akademie für menschliche Medizin. Okay, da wissen wir Bescheid auf jeden Fall. Eine Sache, die Sie hier jetzt noch nicht erwähnt haben, mal gucken, ob das eventuell noch kommt, ist natürlich, dass wir uns ja diese Wasserdokumentation reingezogen haben und das alleine durch die Leitungen, wie das Wasser geleitet wird, auch durch die Rohre, weil die so eine Ecken haben und so, dass die Struktur des Wassers dabei kaputt geht. Da geht es jetzt nicht unbedingt um die ganzen Rückstände und Stoffe, die in dem Wasser noch drin sein können, die eventuell ungesund sind, sondern auch, dass das Wasser an Struktur verliert. Für die Leute, die sich nicht mit dem Thema strukturiertes Wasser auseinandergesetzt haben, guckt euch auf jeden Fall die Doku an, die wir hier auf dem Kanal auch online haben und beschäftigt euch ein bisschen damit. Und da fangt an, gutes Wasser zu konsumieren. Das kann einen Rieseneffekt auf euch haben, weil wir bestehen aus 80%, glaube ich. 80% aus Wasser, meine lieben Freunde. Deswegen ist das definitiv ein Thema, mit dem man sich auseinandersetzen sollte. Mit umgehen und zu sagen, ja, das Wasser, was aus der Leitung kommt, sollte man vielleicht filtern. Ja, also bin ich absolut bei dir. Und zwar gibt's. Und vor allen Dingen, sorry, wenn ich jetzt nochmal unterbrechen muss, aber vor allen Dingen auch dankbar sein für das Wasser. Es gibt dieses Experiment von diesem einen chinesischen Wissenschaftler, der quasi Wasser auch mit Emotionen konfrontiert hat und dann festgestellt hat, dass die Struktur des Wassers sich auch verändert. So. Und deswegen, man kann nie genug Liebe sowieso in die Welt rausballern und auch nicht in sein Wasser rein. Also jedes Mal, wenn ihr Wasser konsumiert oder wenn ihr einen Kanister habt oder eine Glasflasche habt oder so, sendet ein bisschen Liebe da rein, seid dankbar dafür und dann wird sich das Wasser automatisch strukturieren. Ja? Hört sich crazy an, ist aber so. Ich habe recht elegante Methoden, unser tolles Wasser zu promoten, nämlich, dass man sagt, man misst direkt dort, wo man es gerade frisch gefiltert hat und sagt dann, das ist ganz toll, hinterlässt aber oder unterschlägt den ganzen Leitungsweg, wo, wie du gesagt hast, unter Umständen noch Bleileitungen oder sowas dran sind, natürlich nicht in einem Neubau. Aber du wohnst im schönen München oder in der Nähe von München, da gibt es sicherlich Altbauten, wo man weiß, was drin ist. Keiner weiß das. Und die andere elegante Methode ist die, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Das heißt, wenn ich bestimmte Substanzen nicht messe, dann kann ich sie auch nicht nachweisen. So bin ich auch ein bisschen, vorgegangen bei dem Thema Wasser, so weißt du. Ich wusste schon im Hinterkopf, okay, da ist irgendwie was und so, aber ich habe mich nicht damit beschäftigt, weil ich dann dachte, wenn ich mich damit beschäftige, dann muss ich halt auch wirklich was verändern, so. Und zu dem Altbauthema auch in Berlin und so, ne, gibt es ja sehr viele alte Gebäude noch. Und dass die Leitungen nicht fresh sind, das kann ich mir auch gut vorstellen. Die Uni Leipzig hat vor einem halben Jahr oder wann rausgegeben, 70 Substanzen haben sie darin gefunden. So wie du gesagt hast, Medikamente und, die ansonsten einfach nicht gemessen werden. Ja, als Beispiel, wir hatten vor kurzem einen Patienten aus Thailand da. Und der war kam mit chronischer Müdigkeit, körperlicher Erschöpfung. Und was haben wir gefunden in den Mitochondrien? Mikroplastik. Warum? Weil der aus den Plastikflaschen getrunken hat, aus Thailand. Und diese Plastikflaschen werden halt ständig, die werden ja warm. Ja? Und da drin ist dann zum Beispiel auch das gelöste Mikroplastik aus diesen Plastikflaschen drin. Und das ist, glaube ich, hier in Mexiko beziehungsweise in Südamerika auch sehr verbreitet, ne? Ich habe mal eine Theorie gehört sogar, dass durch dieses Plastik, was sich löst, durch die Hitze und durch die Luftfeuchtigkeit auch, dass dieses Mikroplastik, was man konsumiert, auch dafür sorgt, dass man mehr Östrogen ausschüttet und dann mehr zur Weiblichkeit tendiert. Merkt, dieses Mikroplastik finden wir aber auch in dem Leitungswasser, was wir trinken teilweise. Krass. Warum? Weil wo haben wir denn überall Mikroplastik drin? Wir haben das in unseren Kleidungen drin. Wir haben das in Kosmetik drin. Wir haben das in Shampoos drin. Und wo geht das rein? Ins Grundwasser, in den Abfluss und am Ende natürlich kommt es nach dem Kreislauf wieder bei uns an. Das heißt, wir haben das Ganze auch wieder in unserer Leitung. Ja. Und du hast ja auch schon vorhin gesagt, Arzneimittelrückstände, wir finden Chemotherapeutika, wir finden die Pille, wir finden Hormone sozusagen da drin. Ja. Aber natürlich auch zum Beispiel Pestizide, Herbizide, Glyphosat oder auch dann Düngemittel von den Bauern. Ne. Also all diese Dinge. Und da sollte uns ganz, ganz klar sein, dass wir definitiv anfangen sollten, da bewusst umzugehen, was trinke ich jeden Tag und mit was belaste ich eigentlich meinen Körper jeden Tag. Das ist auch das Thema, was wir vorhin hatten. Ne? Du bist, was du konsumierst in allen Bereichen. Ne? Nicht nur, was du isst, sondern auch, was du dir reinziehst, was du dir anguckst, was du dir anschaust, was du dir durchliest und auch, was du natürlich trinkst. So. Und deswegen, Bewusstsein ist key
in allen Bereichen im Leben, dass du einfach bewusst durch die Welt läufst und Dinge bewusst wahrnimmst und bewusst konsumierst. Alleine wenn du anfängst zu versuchen, ein bewusster Mensch zu sein, der sich selbst bewusst wahrnimmt, seine Gedanken bewusst wahrnimmt und die Dinge, die in seinem eigenen Leben passieren, bewusst wahrnimmt, dann wirst du automatisch feststellen, dass du auch deinen Konsum bewusster betrachtest, dass du deine Freundschaften nochmal bewusster anschaust und alle anderen Dinge auch. Bewusstsein ist echt key und deswegen geht bewusst durch die Welt, meine lieben Freunde. Bewusst it in, man. Ja, und es reicht eben nicht aus, dass wir sie zurzeit in den Kläranlagen machen. Das ist ja an sich, das Wort Kläranlage ist ja eigentlich gut. Nur das Problem ist, dass wir Dinge produzieren, die die Natur nicht kennt. Und Gifte produzieren, die die Natur nicht kennt. Und dann gibt es keinen Weg, das abzubauen. Ob das die künstlichen Hormone sind, ob das die Mikroplastik ist. Das heißt, die Natur ist mit etwas konfrontiert, wo sie kein Mittel hat, damit umzugehen. Ergo bleibt es im Wasser und wird sich überall verteilen. Ob das jetzt die Fische sind, die es in ihrem Fleisch haben, oder ob es eben eine Plastikflasche oder eine Colaflasche ist. Überall vergiften wir uns sozusagen selbst mit den Dingen, die wir tun, ohne dass wir überlegen, was wir da tun. Ja, und das sind wichtige Statements hier auf jeden Fall, meine lieben Freunde. Ne? Nehmt euch das zu Herzen. Und ich sag dir ehrlich, ich konsumiere auch aus diesen riesen, guck mal, das ist halt das beste Wasser, was du in diesen großen Dingern bekommen kannst hier. So, quasi. Agua Viva, Alkaline Water. Aber im Optimalfall Glas konsumieren, ja. Optimalfall Glas. Hier gibt's auch Glas, aber du musst dir so vorstellen, man braucht hier so viel Wasser, weil man das Leitungswasser nicht mal zum Kochen benutzen kann hier. Und es halt auch extrem heiß ist und man automatisch halt sehr viel Wasser konsumiert, dass es halt schwierig ist, dann immer Glasflaschen zu haben, weil ich würde so einen Kasten am Tag wegmachen, weißt du, wie ich meine? Deswegen muss ich da mal schauen, was man hier für eine Alternative finden kann, wenn ich das so sagen darf. Eigentlich ganz, ganz spannend finde, ich meine, wenn man sich mit Filteranlagen beschäftigt, die man zu Hause haben kann, dann findet man ja immer wieder die Aussage, entweder eine Osmoseanlage oder man sollte zum Beispiel sich einen Aktivkohlefilter sozusagen besorgen. Dann gibt es auch viele Hersteller, die sagen, ja, ich habe einen Tischfilter, da lasse ich dann das Wasser durchlaufen, ja. Und da gibt es ja unterschiedliche Meinungen. Und auf was ich eigentlich nochmal eingehen möchte, ist eine Methode, zum Beispiel eine Osmoseanlage, filtert tatsächlich extrem viel raus. Vor allem natürlich auch die Schadstoffe bis zu 99%. Und das finde ich sehr, sehr beachtlich, wenn man sich vorstellt, dass man eigentlich Wasser durch unterschiedliche Membranen sozusagen durchschicken kann. Und dass am Ende sogar Viren oder auch Bakterien durch diese Osmoseanlage sogar rausgefiltert werden können. Ja. Der Ono hat gerade gesagt, du kannst nicht immer Glas kaufen, gibt es keine Alternative. Doch, kannst du, warum nicht? Was hält dich davon ab? Also können tust du es auf jeden Fall. Und ich frage mich halt auch, ob das auch schon was bringt, wenn ich einfach zum Beispiel mir einen Kanister Glasflaschen Wasser, einen Kasten Wasser mit Glasflaschen kaufe, und dann versuche halt einen Großteil aus diesen Flaschen zu trinken und den Rest dann aus diesem Kanister. Ob das dann einen Unterschied schon macht, ob das positiv ist oder ich denke mal schon. Aber viele Leute tendieren ja dazu zu sagen, ja, dann brauche ich es gar nicht zu tun. Aber ich glaube, das kann schon auf jeden Fall einen positiven Effekt haben. Warum gibt es keine Holzflaschen? Fragezeichen. Gibt es nicht? Ja, also das sehe ich auch so. Ich habe lange hin und her überlegt, habe mindestens 4 oder 5 Anlagen im Laufe der Zeit verschlissen, mich immer wieder von getrennt, habe eine lange Zeit skeptisch der Reverse Osmose gegenübergestanden, weil man sie sagt, sie produziert totes Wasser und da sind keine Mineralien mehr drin. Aber inzwischen hat sich rumgesprochen, dass das Wasser ohnehin primär nicht für die Versorgung mit Mineralien da ist. Die kriegen was Obst und Gemüse. Also kann man das Wasser wirklich komplett befreien von allen Schadstoffen und da ist sicherlich die Reverse Osmose das Beste, was wir machen können. Aber das Zweitbeste ist auch schon gut. Irgendwas sollte man tun, um wenigstens die gröbsten Dinge rauszufiltern. Genau, eine andere Möglichkeit wäre dann zum Beispiel so Aktivkohlefilter. Gibt es ja auch einige Anbieter auf dem Markt. Was ich ganz spannend finde bei den Osmoseanlagen, auch wenn man das Wasser filtert, dann geht ja auch der Kalk raus. Das heißt, der hohe Gehalt zum Beispiel an Calcium oder Magnesium oder und so weiter. Und dann halten natürlich auch die Maschinen länger, die Kaffeemaschinen, die Haushaltsgeräte, wenn man das Wasser sozusagen benutzt, weil man weniger Kalk hat oder der Wasserkocher verkalkt. Das ist auch ganz elegant. Und dementsprechend kann man da auch sozusagen
darauf wetten, dass die Haushaltsgeräte länger halten. Und was ich noch viel spannender finde und viel wichtiger finde, bei uns ist das vielleicht nicht so relevant, aber auch in den USA, das Wasser wird teilweise fluoridiert. Ja. Das bedeutet, man sollte definitiv sich überlegen, will man fluoridiertes Wasser trinken? Nein, möchte man nicht. So weit sind wir doch schon, ne? Chat, oder? Wissen wir hier alle Bescheid, ne? Fluorid. Und dafür ist halt eine Osmoseanlage definitiv sehr gut. Ja, also danke für den Hinweis. Das Fluor hat der Teufel gemacht. Auch eben den Einfluss in der Medizin. Ich bin seit Jahrzehnten Mitglied der Internationalen Fluorgesellschaft. Krass, Alter. Und das sind hier Wissenschaftler auf jeden Fall, ne? Also für alle Leute, die jetzt hier mir auch wieder sagen wollen, dass es Schwurbelei ist und dies, das, bla, bla, bla. Fluorid, das hat sich schon sehr weit verbreitet, dass die Leute verstanden haben, dass Fluorid nichts Gutes ist. Er geht sogar so weit und sagt, das ist vom Teufel gemacht. Am Anfang waren wir uns nicht einig, ist Fluor gut oder ist Fluor schlecht, weil man gedacht hat eine Zeit lang, dass das Fluor den Knochen aufhärtet. Inzwischen wissen wir, dass der Knochen morsch wird dadurch und wir wissen auch, dass der Effekt einfach das Gegenteil für den Zahnschmelz sehr vorübergehender Natur ist. Daher ist auch das fluoridierte Salz unsinnig, was wir kaufen, denn Fluor noch einmal ist ein Stoff, ein Fremdstoff für den Körper und der sollte überall rausgetan werden und nirgendwo reingetan. Gott sei Dank haben wir in Deutschland keine Trinkwasserfluoridierung. Dass das nicht so ganz ohne ist, zeigt uns Amerika, wo das leider Gottes in großem Stil erfolgt, weil dort nämlich auch die Firmen sind, die Fluor als Nebenprodukt ihrer eigentlichen Industrieproduktion haben und die zweimal einen Fluss zum Überlaufen gebracht haben. Das heißt, die Fische waren alle kiel oben, weil sie Fluor eingeleitet haben. Und dann hat ihnen die Behörde gesagt, dass sie das gefälligst als Sondermüll zu entsorgen hätten. Dann haben die sich hin und her überlegt, was wir machen könnten, sind dann darauf gekommen, dass irgendwo in einer Landschaft, von dem fluorhaltiges Wasser ist, die Leute gute Zähne hatten, haben ein Gutachten machen lassen und seit der Zeit geht das Fluor ins Trinkwasser. Es ist unfassbar, diese Story, wenn man das mal nachverfolgt. Noch einmal. Krass. Fluor ist ein Gift für uns, wir können es nicht gebrauchen und wir sollten es auf alle Fälle versuchen rauszukriegen und das ist sicherlich dann ein weiteres Argument, ein Osmose zu nutzen, auch wenn sie teurer ist. Genau, und das Schöne ist ja tatsächlich wichtig. Auch wenn wir sauberes, gefiltertes Wasser haben, dann können ja auch unsere Nieren sozusagen besser arbeiten, der Körper kann entlastet werden, wir haben praktisch reines Wasser, wo der Körper Giftstoffe reinlagern kann und dann ausscheiden lassen kann. Und über die Nieren, über den Darm und so weiter. Und dadurch können sich natürlich auch viele Symptome verbessern, Krankheitsbilder verbessern. Ja, das Wasser ist wirklich, das Leitungswasser ist zum Spülen da, noch einmal, und nicht um irgendwelche Nährstoffe zuzuführen. Ich habe übrigens... Das Leitungswasser ist zum Spülen da, gut gesagt. Spül it out, man. Ist nicht so hart... um alles zu eliminieren geht, mir den Luxus geleistet, eine Filterpatrone mit Kohlefilter in meine Dusche einzubauen. Das geht also einfach rutsch, 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 kann man da reinschrauben. Und was hat man? Weiches Wasser. Probieren Sie es mal aus, was für ein Genuss das ist, mit weichem Wasser zu duschen. Noch nie gehört. Ja, das stimmt. Das ist eine schöne Sache, ja. Okay. Softes Wasser, Digi. Also, softer denn, man, Alter. Black O's sagt, da mache ich mir mehr Sorgen um Quecksilber und die Fische, die wir essen. Ich konsumiere auch keine Fische, deswegen da mache ich mir keine Sorgen, Bruder. Aber wenn ich du wäre, würde ich mich definitiv mit dem Thema Fluorid auseinandersetzen. So. Quintessenz ist die, bitte nicht auf die Trinkwasserqualität vertrauen. Ja, so wie der Patte sagt, das Fluorid-Thema kommt immer mehr auf zum Glück. Jeder Supermarkt verkauft seit kurzem auch Zahnpasta ohne Fluorid. Ja, ja, Digga, das wird immer mehr, ne? Auch immer mehr Wissenschaftler reden darüber, habe ich das Gefühl. Und es ist auch ein sehr, 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 sehr wichtiges Thema. Sondern sie ist leider Gottes durch unsere Manipulation wesentlich verschlechtert worden. Filtern Sie Ihr Trinkwasser in irgendeiner Form. Je krasser oder je weitergehend das ist, können Sie überlegen, ob Sie Flaschenwasser schleppen wollen oder ob Sie sich doch eine Osmoseanlage leisten wollen. Aber filtern Sie auf alle Fälle das, was Sie trinken. Ich denke, das sollte als kleine Anregung dienen und wir werden uns dann kurzfristig mit einem anderen Thema melden. Vielen Dank für heute. Ciao. Ich küsse eure Zirbeldrüsen, meine zwei Jutzen hier. Professor Dr. Med Jörg Spitz und Dr. Manuel Purzler. Süßer Name auf jeden Fall. Purzlerin, man.
Geiles Video. Liebe geht raus auf jeden Fall. YouTube, eure Gedanken wie immer unten in die Kommentare rein. Du weißt schon ganz genau, wie das läuft. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace out. Und nicht vergessen, Rumble zu abonnieren. Das ist eine ganz wichtige Sache. Abonniert auf jeden Fall meinen Rumble-Kanal. Das ist eine sehr wichtige Geschichte. Und ja, bis dahin. Peace out. Wie ich schon.